Wegtransportieren bedeutet in dem Fall, den Abfall ins Zürcherisch Oberglatt bringen. Weil die meisten Fässer in Köliken komplett kaputt sind, ist die Deponie ein einziger grosser Chemie-Cocktail. Das heisst, für das Aussortieren von der schädlichen Stoff braucht es ein spezielles Verfahren. Der Michael Weinmann zeigt, wie das funktioniert. Vor wenigen Stunden ist das Material, also in Köliken, in Zug geladen worden. Und gegen den Mittag jeweils kommt neben der Zug das Oberglatt an die gut abgeriegelten Container, wo das kontaminierte Material drin ist. Und es ist rund die Hälfte von all dem Material, das in Köliken eben abgebaut wird, das dann eben hier nach Oberglatt kommt. Und der Zug der fährt jetzt gerade in eine riesige Halle. Und die Halle ist extra gebaut worden für das Material, um das Material aufzutrennen. Und wie die Trennung von diesem wirklichen Krüsimüsi funktioniert, das können wir uns jetzt anschauen. Der Zug der ist jetzt in der Halle, das Material wird abgeladen und wir sind an einem sicheren Ort, ein paar Stück weiter oben in der Zentrale, wo der ganze Betrieb in dieser Anlage überwacht wird. Und der Leiter der Anlage, der ist jetzt auch bei mir, der Patrick van der Hagen. Darf ich kurz stören? Herr van der Hagen, ich habe es vorher gesagt, das ist ein Krüsimüsi, das hier angeliefert wird. Ich nehme an, das macht Ihre Arbeit nicht wirklich einfacher. Das ist korrekt, weil Krüsimüsi kann man nicht gut auseinandernehmen und wir müssen die Materialien auseinandernehmen in Bestandteile, damit wir sie nachher können sicher und gut entsorgen können. Wenn ich es jetzt so anschaue, sieht das für mich einfach aus wie eine grosse Menge an Dreck, Schlamm, Erde. Was finden Sie denn so, was ist das gefährlichste Material, das Sie da finden? Das wären eigentlich die Batterien. Obwohl wir in Köln die Batterien schon aussortiert, finden wir immer noch eine gute Menge hier. Das sind etwa ca. 0,3%. Und in diesen 0,3% stecken aber 80% des ganzen Quecksilber, das wir hier angeliefert kriegen. Also diese Batterie zu finden, ist eine Sisyphusarbeit, die man hier betreibt, aber eine, die sich eben lohnt. Und diese Sisyphusarbeit wird von verschiedenen Leuten an speziellen Standorten in dieser Halle gemacht. Und die gehen wir jetzt besuchen, nur wenn wir uns für das etwas anders anlegen. Weil in dieser Halle da braucht es Schutzanzeige. Die Schutzkleidung, die braucht es. Weil eben das Material, das hier wirklich roh angeliefert wird, weil es eben so frei rumliegt. Darum ist es ein staubig gewesen. Darum braucht es auch die Masken mit Luftfilter, dass man eben die gefährlichen Stoffe nicht einschnauft. Und wenn wir jetzt mal hier reingehen, da kommt eben das Material an. Da ist ein Teil von der Filterung im Betrieb. Das ist jetzt der Teil, den wir vorher davor schon geredet haben, wo zum Beispiel Batterien oder Kondensatoren rausgefiltert werden. Herr van der Hagen, können Sie was sagen, was machen die Leute, die jetzt hier mit diesen Stäbchen am Arbeiten sind? Die Leute müssen die verschiedenen Schadstoffe rauslesen, insbesondere Batterien. Dazu haben sie die speziellen Werkzeuge, die sie draufklopfen können, um zu schauen, was es ist. Das hören sie am Ton. Und dann tun sie so wie die Gruppe am Roulette-Tisch die Sachen zu sich ziehen. Hier in der Halle sind wir jetzt wieder an dem Ort, wo das Material am Anfang angeliefert wird. Und gleichzeitig ist es aber auch der Endpunkt des Materials, weil gerade nebenan liegt das getrennte Material. Herr van der Hagen, wenn Sie jetzt das Material anlangen oder anschauen, merken Sie da gerade, dass das schon das getrennte Material ist? Das merkt man insofern von der Homogenität des Materials, dass das schon mal durch die Anlage durch ist. Alle Schadstoffpartikularen sind entfernt. Da merkt man, das ist getrennt, aber noch nicht ganz sauber. Weil das Material hier muss jetzt insofern noch nach Holland für eine thermische Anlage nochmal aufbereitet werden. Danke vielmals, Herr van der Hagen. Und man muss auch sagen, dass diese Anlage hier, die ist natürlich noch mehrere Jahre in Betrieb. Zuerst einmal vor allem für Köliken. Und dann, wenn Köliken mal vorbei ist, werden da wieder Häufen sein. Dann allerdings einfach von anderen Anlagen mit kontaminiertem Material.